dann lohnt sich das auch. Dann weiß man, es war gut, dass wir das können, dass wir das gelernt haben und dass wir klug arbeiten. Und bei den anderen Verletzten wünsche ich, dass sie relativ schnell auch klarkommen. Und trotzdem bin ich sicher, wenn man so Geschichten hört, dass der ein oder andere, nee, wahrscheinlich alle, trotzdem, auch wenn sie ohne Verletzung dann oder mit die Verletzung vorbei sind, wenn die abgeheilt sind, dann werden die trotzdem nicht vergessen. Wenn du nachher auf so einem Trümmerberg stehst und warst vorher im Obergeschoss, dann, ich glaube, das wird einen schon das Leben lang verfolgen. Ja, und dann, das Wichtige auch noch, ich möchte mich bedanken, Bürgermeister, Landrat, aber vor allen Dingen bei all denen, die hier mitgeholfen haben, egal von welcher Organisation, ob Freiwillige, ob Hauptamtliche, ob Feuerwehr, ob Polizei, THW, auch das Zusammenwirken von Technischem Hilfswerk und Feuerwehren und Roten Kreuz und wer sonst noch beteiligt war, das ist schon toll. Wir können schon sehr, sehr froh sein, dass wir bei uns in Waffenswahlen so viele Menschen haben, die sich in diesem Ehrenamt oder im Beruf engagieren und, wie ich gerade gelernt habe, auch so kompetent sind. Sie können wissen, was zu tun ist im entscheidenden Moment und dann eben auch das Entscheidende tun, auch die Nerven halten. Und wenn man die Jungs und Mädels sieht, die jetzt nach Hause gehen und hier seit gestern unterwegs waren, dann sieht man in deren Gesichten, was das für eine Anstrengung war und ist. Also, ganz wichtiges Dankeschön an alle Beteiligten und den Rest, den müssen jetzt die Ermittler machen, da muss jetzt in Ruhe abgewartet werden, dem muss man auch Zeit geben. Die müssen jetzt wirklich mit Ruhe und Geduld ermitteln, woran es lag. Bin froh, dass hier den Nachbarn nichts passiert ist. Fenster kann man neu kaufen. Da muss man nur organisiert, dass man sie bezahlt bekommt, aber das ist ein klitzekleines Problem. Die sind alle gesund und insofern hoffe ich, dass die bald auch wieder ruhig schlafen können. Ich weiß gar nicht, ob die in der nächsten Nacht so richtig ruhig schlafen. So. Okay, gut. Zwischen dem, was man tun möchte. In der Sache ändert ganz nichts, ist passiert. Und umgekehrt, diesen musst du unbedingt deine Nase bei jedem dieser Vorgänge da reinstecken. Aber ich habe es gemacht. Ende aus. Du kannst manchmal gar nicht überall, aber das war schon ein außerordentliches Ereignis. Also,